So, hallo. Heute sind wir auf der Tour de Murg. Ich und der Mittlere und der Große. Ja, wie viel ich heute aufnehme und spreche, weiß ich nicht. Heute ist Familienausflug. Kamera und Foto und alles drum und dran ist nur Beiwerk. Deswegen keine Versprechung, ob jetzt viel außer der Lenkerkamera zustande kommt. Ja, aber schauen wir mal, wie es wird. Das Wetter spielt absolut mit heute. Ja, jetzt geht's runter. Erstmal Richtung Baiersbronn. Wir sind gerade in Freudenstadt losgefahren. Ja, und jetzt freuen wir uns auf unsere Tour. Lasst es euch gut gehen. Ciao. Nein, das ist sie noch nicht. Versuchen jetzt gerade aus Baiersbronn rauszufahren. Jetzt sind wir endlich in der Murg, aber der Abschnitt bisher war auch schon sehr schön. Ja, den sollte man auf alle Fälle mitnehmen, auch wenn die Murg in Baiersbronn eigentlich abbiegt vom Fahrradweg. So, da kommt jetzt unsere Umleitung. Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut die Umleitung ausgeschildert ist. Ich hab's befürchtet. Eigentlich sollte sie ab heute wieder offen sein, aber BER lässt grüßen. So, jetzt müssen wir gucken. Da geht es jedenfalls leider heute nicht lang. Sehr schade. Wir sind jetzt die Umleitung gefahren. Naja, ich habe gerade ein bisschen Hirnbrennen, wollen wir es so ausdrücken. Weil wir sind jetzt die Umleitung gefahren wegen angeblicher Baustelle auf der anderen Strecke. Nun ja, so sieht es dann hier aus. Ja. No comment. So, sind jetzt gerade den zweiten kleineren Anstieg hoch. Ich bin damit voller Unterstützung hoch, aber die Jungs müssen schieben. Aber es sind bisher nur zwei klitzekleine Anstiege gewesen, aber die sind knackig. Auf, gib Gas!
Der Große ist wieder dran. Ja, wenn ihr euch wundert, warum es wahrscheinlich hier nur was von der Lenkerkamera gibt, so viel rechts und links gibt es hier nicht zu sehen. Das Mucktal ist hier ziemlich eng, dass man mal rauslinsen kann, so rechts oder links. Wir wechseln auch hin und wieder mal die Talseite. Das ist eher selten. Und also trotzdem super zu fahren hier, schön. Also laut ist es, für meinen Geschmack. Aber wunderschön zu fahren. Ne? Also hier, jetzt kommen wir in eine Passage, da geht es wahrscheinlich nur viele Kilometer bergunter. Jetzt gehen wir in eine Passage, wo wir dann wirklich mal runter gucken können. Ich gucke mal, ohne dass ich den Gegenverkehr absräume. Ist doch einiges los heute. Die Murg schon relativ breit hier. Ich glaube, die wird da wieder von einem Wehr aufgestaut. Ja, und ja, wir machen weiter. Es ist jetzt kurz vor zwei, also viertel vor zwei. Wir haben vorhin ausgiebig eine Mittagspause gemacht. Ja, jetzt machen wir mal noch eine Dreiviertelstunde und dann werden wir wieder ein Päuschen machen. Und ansonsten läuft es so vor sich hin. Wie ich vermutet habe, Stausee. Staustufe. Deswegen ist sie so breit. Jetzt wird sie wieder kleiner. Beim Edersee sieht es ähnlich aus, bloß ist es größer. Bewaldet sich. Ich muss nur im Video mal motzen und schon hat man mehr. Ja, okay, schon ist es auch wieder rum. Es gab gerade eine Strecke, wo man mehr rechts und links gesehen hat. Und jetzt brauche ich meine zweite Hand zum Bremsen. Bis später. We'll be right back.
unten waren wir gerade, haben einen kleinen Ausflug gemacht. Jetzt sind wir wieder oben auf dem Fahrradweg. Ja, und wie die ganze Zeit, das treibt so vor sich hin. Die Pause gerade war super, konnten ans Wasser runter. Oh, war so ein kleiner Trampelpfad, haben wir mal geguckt. Der dritte, vierte Trampelpfad war noch der richtige. Kommt mal runter an den Fluss, das war super. Haben jetzt da ziemlich lange Pause gemacht, ist jetzt 3:30. Eigentlich viel zu spät, wir haben gerade mal die Hälfte. Aber andererseits müssen wir heute nur zum Auto, den Berg runter irgendwie kommen. Und dann schauen wir mal. Dann muss nur der Papa heimfahren und die Jungs können hinten pennen. Das kriegen wir hin. So, jetzt gucken wir mal, weil immer wieder kommen so wunderschöne kleine Zuflüsse zum Morg. Und jedes Mal habe ich die Kamera nicht an. Einfach nur toll. Wie gesagt, solche kleinen Zuflüsschen gibt es öfters. Also das ist jetzt einer von den ganz tollen. Aber die sind alle ziemlich cool. Ja, hier ist wieder so ein Weg, wo es runter geht zum Murg. Seht ihr da? Und dann könnt ihr da runter zum Murg. Ich kann es euch nur empfehlen. Machen. Schloss mitnehmen, anschließen, runtergehen. Ja, okay. Da ist eine Wiese, da könnt ihr euch hinlegen. Die ist sogar eingezeichnet. Also machen. Ungefähr auf der halben Strecke ist es. Einfach toll hier. Einer von den wenigen Anstiegen, wenn man so rumfährt. Lingelingeling.
Ja, so plätschert das wieder vor sich hin. Zwischen Straße, Fluss, ist schön, aber ist laut. Nicht ganz meins, aber wir sind jetzt alle ein bisschen platt. Es ist schon 6:30, haben relativ viele Pausen gemacht, immer mal wieder in einem Ort ein schönes Eis gegessen, also zumindest die Jungs. Und schwupps sind wir auf der anderen Seite von der Straße und haben nichts mehr von der Murg. Ja, naja, dafür können wir. Ich zeige euch jetzt den Sportplatz. Hier ist bestimmt was los. Irgendwann mal wieder. Oh, Bälle, die trainieren. Super. Kann man jetzt nicht so viel meckern. Es ist ein schön angelegter Radweg hier. Das ist immer noch besser als das, was vorhin war. Direkt an der Straße entlang. Auf einem sehr schmalen Weg. Gegen die Verkehrsrichtung. Die Autos kommen einem mit 70 bis 80 entgegen. Nicht so meins. Nicht mit Kindern. Für mich alleine überhaupt kein Problem. Aber mit Kindern, wie gesagt, mit meinen, okay. Die sind schon auf der Straße gefahren. Alles okay, aber naja. Ist nur ein Abschnitt. Schaut ihn euch an. Notfalls, hier geht ja mal die S-Bahn parallel. Tut ihr das Stück einfach ausklammern und fahrt dann wieder drauf. Wieder ein schöner Abschnitt am Murgkanal entlang. Pferdchen kann man auch angucken. Ja, hier ist der Murgkanal, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben jetzt natürlich gerade Glück, da blüht es gerade. So, da müssen wir jetzt rüber. Muss ja so sein. Also, ich glaube, ich kann die Kamera dran. Wirklich schöner Abschnitt. Jetzt fahren wir zwischen zwei Mal Wasser. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, was ist. Aber schön hier. Sehr schön. Auch wieder wesentlich leiser. Eine Wolke. Der Lärm wieder. Wir verlassen aber auch gleich die Tour de Murg und fahren nach Rastatt-Weinle. Da steht unser Auto. Da ist die S-Bahn-Station, in der wir heute Morgen eingestiegen sind. Ja, heute Morgen sind wir in die S-Bahn rein um 9.30 Uhr und jetzt ist 19 Uhr. Wir haben also schon einen ordentlichen Tag hinter uns. Jo. Ja, wie gesagt, gleich geht's recht. Ja, ja. Achtung, links. Ja, oh, Captain America und der Winter Soldier. Oh, super. Beide haben mich gerade vernatzt. Auf den letzten Metern muss ich mir das gefallen lassen. Ja, wie gesagt, ich hoffe mal, die fahren jetzt nicht gleich geradeaus. Dann kann ich wieder hinterherheizen und ihnen noch zurufen, dass wir ja rechts abbiegen. Jo, aber wie gesagt, 19 Uhr, der Tag war lang, es langt uns. Lasst es euch gut gehen, ich wünsche euch was. Macht's gut, ciao.